Hi Leute, hier ist der Elsi und heute spreche ich mal Klartext und zeige, was so auf meinem Handy passiert. Seid gespannt, ich bin sehr aufgeregt, was mir für Fragen gestellt werden. Meine fünf meistgenutzten Emojis, oh, da muss ich mal gucken. Das ist einmal dieses Lachsmiley mit dieser Träne auf der Stirn, dann das Lachsmiley mit den beiden Tränen in den Augen, dann dieses geschockt Smiley, der so leicht blau anläuft, warum auch immer, dann ein Grinsmiley und ein Kuss-Smiley mit Zwinker. Emojis, die ich noch nie genutzt habe. Ich glaube, ich habe alle schon mal irgendwie benutzt. Ich muss es mal. Also je weiter man nach hinten kommt, desto unwahrscheinlicher ist es eigentlich. Aber ja, es gibt so Sachen. Zum Beispiel das Fußsohlen-Smiley habe ich noch nie benutzt, glaube ich. Ja, und vor allem auch so Sportgeräte, sowas. Warum soll ich sowas benutzen? Na, kein Sport. Oh, die letzte SMS. Das ist jetzt eine gute Frage. Zählt da auch sowas wie Authentifizierungscode für eine Anmeldung? Ich kriege auch SMS bei vergangenen Anrufen. Hier Robin Biesenbach, vergangener Anruf. Wer auch immer das ist, keine Ahnung. Die letzte SMS kam von einem guten Freund von mir, vom Gunnar. Gunnar ist Rechtsanwalt und er hat mir zum St. Patrick's Day ein Guinness-Glas geschickt. Oh, ja, ich bin sehr faul im Wecker löschen, muss man sagen. Ich habe tatsächlich, wenn ich es mal durchzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, warte mal, nee, nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30. 2 Stunden später. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 Wecker. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich zum Beispiel hier 17.30 Uhr und 17.31 Uhr Wecker habe. What? Meine letzte DM. Mein Elsi Samo Backpipes Account war das letzte, was ich da geschrieben habe. Eine Reaktion auf eine Story mit Katzen. Dass Katzen ja unheimlich toll sind und ja, man zu Katzen eine sehr flauschige Liebe aufbaut. Ja, eine bedingungslose Liebe. Tiere sind was Tolles. Der letzte Song auf Spotify, was ich wirklich sehr intensiv nutze, habe ich jetzt heute mal wieder seit Ewigkeiten Stoner Rock gehört. Und da ist der Song The Dead Won't Sleep von der Band Mountain Witch dabei. Ja. Gerade eben, den ich weggedrückt habe, ein Versicherungsmakler, weil ich ja jetzt eine neue Werkstatt habe und die muss ich auch noch versichern lassen. Und der hat mir einen Fragebogen zugeschickt, den ich bis heute noch nicht ausgefüllt habe. Und der versucht mich jetzt seit Tagen zu erreichen, was denn jetzt damit ist. Ja, der will Geld verdienen. Eine meiner Lieblings-Apps tatsächlich ist Vivino. Vivino ist eine App von, ja, da geht's um Wein. Und das Geile ist, wenn du nicht weißt, ob der Wein gut ist oder schlecht, weil du ja niemals alle Weine dieser Welt jemals probiert haben wirst, kannst du davon mit dieser App ein Foto machen vom Etikett dieser Weinflasche und der liest das aus einer riesigen Datenbank raus und sagt dir, wie die so im Durchschnitt bewertet ist, dieser Wein halt, was es für ein Wein ist und wonach der schmeckt und ob der eher säuerlich ist oder schwer oder leicht fruchtig, herb. Und Rezensionen stehen da auch drin. Und es sind immer Links drin, wo du den kaufen kannst. Ja, also das ist sehr praktisch, wenn man jetzt im Supermarkt steht,
und nicht weiß, was man jetzt kaufen soll, wenn man mal was Neues probieren will, bevor man sich in die Nesseln setzt. Oder wenn man was geschenkt bekommt und man mal nachprüfen will, wie wichtig man selber demjenigen eigentlich ist. So, naja. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr macht das selber mal zu Hause nach. Ich bin gespannt, was bei meinen Kollegen alles so auf dem Handy noch ist und passieren wird. Und ja, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bis bald.